Und wir sind wieder da bei Need for Speed. Ja, in der letzten Folge haben wir die Speedwall-Rennen abgeschlossen. Und jetzt werden wir uns mal um eine besondere Trophäe kümmern, die, glaube ich, auch nur ganz wenige haben. Die ist, glaube ich, als ultra selten eingestuft. Also entweder haben es nicht sehr viele versucht oder nicht sehr viele geschafft. Die Aufgabe ist, in diesem Auto ein bestimmtes Gymkhana-Rennen zu schaffen. So, ich aber erstmal den noch verkaufen. Der kann gehen. Den brauchen wir nicht mehr. Oh, 200.000. Das war viel. Ich weiß nicht, warum der so viel gegeben hat. So, der bleibt noch. Einfach nur, weil er Spaß macht. Den nehmen wir jetzt mit. Das Rennen ist die mentale Blockade. So, und die Trophäe will ich gerne noch haben. Wo ist die genau hier? So, da gehen wir hin. So sieht die Trophäe aus. Mentale Blockade Lösung. Tatsache nur 1,5% der Leute haben die gemacht. 350.000 Punkte in Kens Wagen, ja. So, mal gucken. Ich hoffe mal nicht, dass es jetzt 100 Jahre dauert, das zu schaffen. Ich erwarte allerdings, dass es ziemlich schwer wird. Oh ja. Also der gibt auf jeden Fall schon mal richtig Power. Ich habe keine Ahnung, wie der sich jetzt fährt und wie sehr man sich beeilen muss, um da keine Zeitprobleme zu kriegen. Oh nein. Oh Mist. Man muss ja sagen, ich bin jetzt nicht der unerfahrenste Drifter. Aber man. Oh nein. Ja, wenn man anhaut, ist natürlich vorbei. Aber da ist natürlich auch ein Riesendruck auf einem, wenn man weiß, dass man hier so unter Zeitdruck steht. Boah, nee. Wieder verkackt. Das wird bestimmt eine richtige Qual. Wer weiß. Oh Mann. Wie lange das Ganze dauern wird. Ja, natürlich noch mit Gegenverkehr. Meine Herren, ey. Da wird bestimmt immer zum Ende denn die Frustration aufkommen, wenn man merkt, Punkte reichen nicht. Noch schlimmer wird es ja, wenn man die Punkte hat und dann reicht die Zeit nicht mehr. Das wäre ja richtig schlimm. Wenn beides nicht klappt, ja gut, dann war es einfach schlecht. Ich glaube, Autos. Oh nein, Autos rammen ist erlaubt. Ein bisschen mit Nitro, aber ich glaube, Trödeln ist nicht erlaubt. Naja. Ist schon eine ganze Weile her, dass ich mal gedriftet bin hier im Spiel. Ja, nicht. Oh nein. Ich glaube, man muss mehr mit dem Gas spielen. Also Vollgas in der Kurve bringt nicht so viel. Ups. Oh, das war knapp. Das war. Keine Ahnung. Nee, das war nicht so toll. Ja, werden wir denn wahrscheinlich nochmal sehen, welchen Punkt man wie viel. Oh Mann, Punkte haben sollte. Boah, ich hoffe, man sieht dann auch irgendwann mal den Fortschritt, den ich mache. Mit der Technik. Wahrscheinlich werde ich. Oder was heißt wahrscheinlich? Ich werde auf keinen Fall jedes Rennen reinnehmen. Oh nein. Wenn ich jetzt ein paar Stunden dran sitze und versuche, dieses Rennen zu schaffen. Ah, das war gar nicht so schlecht. Ah, das schon. Naja, nee. So. Das. Oh ja, doch. Naja, naja. Ich glaube, der Stadtabschnitt hier war wesentlich ekliger als der
in den Bergen. Ich weiß noch, dass es ziemliche Probleme gemacht hat, dieses Rennen überhaupt mal zu schaffen. Weil es ziemlich mies war. Aber nun muss man ja sagen, das Rennen hat ziemlich, oder dass das Auto ziemlich viel Power vom Ken. Und mit diesen besonderen Drift-Eigenschaften macht sich das ja auch sehr gut. Wir müssen ein bisschen schräger kommen irgendwie. Ich würde doch eigentlich gerne meinen Fahrstil beibehalten, dass ich die Handbremse vermeide, aber es wird... Oh nein, es wird wahrscheinlich gar nicht gehen. Die muss man bestimmt immer wieder benutzen. Mir einfach noch extremer in die Kurven reinzugehen, um da mehr Punkte rauszuholen. Ja. So, hier auch nochmal. Obwohl ich nicht weiß, oh nein, ob sich Autos tatsächlich so bewegen, wenn man einmal kurz auf die Handbremse drückt. So, das war... Na, das war schlecht. Nein. Obwohl ich gar nicht weiß, wie lange man... Was macht denn der hier? Das ist ein echter auch noch und der stört mich. Obwohl ich nicht weiß, wie lange man Zeit hat, um die Punkte angerechnet zu kriegen. Bevor man eine Wand anhauen darf. So, gibt es hierfür wenigstens Punkte? So, hier muss man jetzt irgendwie springen. Das ist auch doof. Das bringt keine extra Punkte. Oh nein, und kostet eigentlich nur Zeit. Na, das war schlecht. Wahrscheinlich wird man zwischendurch auch so ein Gefühl dafür kriegen, wie viel Zeit man verplempern darf zwischendurch. So, hier will ich, hier kann man, glaube ich, vorbeifahren. Jawohl. Ah, das war auch nicht so toll. Ja, das war aber gut. Hier kommt, glaube ich, auch nochmal ein Sprung, ja. Den machen wir aber auch nicht mit. Nein, jetzt bin ich zu weit gefahren. So, hier einmal im Kreis. Gucken, ob das klappt. Oh ja. Aber ich habe keine Ahnung, ob das jetzt schnell genug war. Ja. Die regen einen bestimmt dann auch noch ordentlich auf, wenn man schon so auch schlecht dabei ist. Oh, jetzt hätte ich noch 20 Sekunden Zeit. Wir sind zwar fast im Ziel, aber das reicht, glaube ich, nicht, die Zeit. Oder würde man das... Nee, ach, hier geht's noch weiter. Nee, würde man nicht schaffen. Die Punkte reichen bei Weitem nicht. Das heißt, da haben wir jetzt noch mal richtig zu tun. Nee, Timeout und Punkte reichen nicht. Oh Mann. So, das Schwierige wird ja jetzt auch sein, dass ich jeden Lauf kommentieren muss, weil man hier nie weiß, wann es klappen wird. Ich glaube, der kommt immer hier, dieser Gegenverkehr. Aber das war auch gut. Oh, gerade hatte ich noch was im Kopf. Mist, das war schlecht. Ich weiß auch gar nicht, was der jetzt für Stabilisatoren drin hat. Weil ich hatte zwischendurch das Gefühl, dass ich den Trägheitsdrift zumindest nicht machen kann. Der ja normalerweise für extreme Punkte sorgen würde, wenn man den richtig ansetzt. Aber das sah mir bis jetzt nicht so aus, als ob das Auto das mitmachen würde. Oh nein, okay, ja, das war noch okay. Ich habe bis jetzt einmal vom Ken so ein Video gesehen, wie er in Dubai rumgefahren ist mit so einem Ford Focus. Und da muss ich sagen, hat er auch ganz schön oft die Handbremse benutzt. Wo ich mir gedacht habe, so driftet man aber eigentlich nicht. Mist.
Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt... Ob ich mich jetzt von meinem Drift-Stil hier verabschieden muss. Und das Ganze gar nicht als Driftrennen betrachten darf. Sondern einfach nur, wir machen Faxen und versuchen dabei schnell zu fahren. Vielleicht ist das ja der Sinn von diesem ganzen Rennmodus. Einfach nur irgendwie Faxen machen. So, das war okay. Gucken, ob wir diesmal diese Kurve hier schaffen. Nee. Die in einem Zug durchzumachen ist vielleicht richtig schwer. Ich weiß gar nicht, wie viel wir gerade hatten, als wir von den Bergen runtergekommen sind. Oh, da hatten wir die aber wesentlich später, die Punktzahl, die man braucht. Hier, da waren wir schon in der Stadt drin. So, hier nochmal. Wunderbar. Ja, die Kurven sind jetzt hier ein bisschen extremer. Gucken hier auch nochmal. Der driftet aber auch sehr gut. Also man, das kann man schon mal sagen, der kommt sehr leicht in die Drifts rein. Und da hat man auch eigentlich eine ganze Menge Kontrolle in den Kurven. Und der Abschnitt kam mir gerade sehr gut vor, muss ich mal sagen. Das wird sich dann zeigen, ob es am Ende reicht. Oh, 200.000 Punkte jetzt schon. Nein. Das wäre natürlich jetzt richtig ärgerlich, wenn die Zeit am Ende nicht reicht. Ja, das wäre schlecht. Weiß ja jetzt auch gar nicht, wie sehr wir uns beeilen können. Oder müssen. Nicht, dass wir jetzt hier... Dass wir vielleicht so ein bisschen aufhören können, zu versuchen, so krass zu driften, das einfach tun. Nein, okay, das war schlecht. Oh nein! Ach! Und das unter dem Zeitdruck. So, rushen wir hier einfach mal durch. Man muss... Ich weiß nicht, vielleicht muss man doch jede Kurve mitnehmen und ich habe es jetzt schon versaut, aber... Boah, schon wieder falsch. Das war aber einfach nur schlecht gedriftet. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt schon mehr Punkte zusammen als letzte Mal. Irgendwas habe ich... Boah, das kam überraschend. Irgendwas habe ich besser gemacht. So, wo kommt die nächste Kurve? Hier. Die geht auch schon wieder rein. Ja, ja, ja. So, 100.000 Punkte brauchen wir nur noch. Nur noch, ja. Ist in diesem blöden Stadtabschnitt, wo man kaum richtig driften kann. Kann auch zwischendurch gar nicht so wirklich gucken, was die Drifts einzeln so geben. Nee, hier gehe ich einfach mal so durch. Der Abschnitt hier ist extrem bescheuert mit diesen ganzen Bodenwellen. Ja, ja, ja. Versau's noch mehr. Wo wir hier eigentlich mit Allradantrieb ganz gut zurechtkommen müssten. Naja, die Zeit wird schon wieder knapp. Das wird schon wieder knapp. Vielleicht ein bisschen mit Nitro an den richtigen Stellen. Hier. Weiß gar nicht. Ne, der scheint Zeit-Nitro zu haben. Aber das macht ja dann nichts. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen bremsen. Zack, rein hier. Naja, diesmal haben wir die Kurve besser genommen. Vielleicht driften wir mit Nitro. Ne, das bringt gar nichts. Zumindest hier nicht. So, hier links. Ah, diesmal ohne Verkehr. 38 Sekunden, oh Mann. Und wir haben... Aber wir brauchen noch 60.000 Punkte. Das ist immer noch viel. Oh Mann.
Aber die Punktzahl ist jetzt gar nicht so schlecht, aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Wir schaffen die Zeit auf jeden Fall. Aber keine 350.000 Punkte. Oh, da haben aber nur 40.000 gefehlt. Das war trotzdem sehr gut. Mal gucken, ob wir noch besser werden können. Und Versuch Nummer 13. Ich habe das Gefühl, wir kommen langsam dem Ziel näher. Es haben wieder 33.000 Punkte gefehlt. Ja, hat noch gezählt. So, können wir die jetzt auch nochmal krass machen, denn... Ja, naja, ich weiß nicht. Nee, eigentlich hätte die wahrscheinlich krasser sein können. So. So kann man vielleicht noch ein bisschen schummeln, dass man sich ein bisschen weiter seitlich bewegt. Wenn man die Kurve doch zu eng genommen hat. Das geht vielleicht so. So. Einfach mal so auf der Geraden ein bisschen gedriftet. Warum nicht? Mist. Die Kurve ist sonst eigentlich auch mal gar nicht so schlecht. Die war aber dafür gut. 60.000 hier, ja. Kann man machen. So, jetzt dürfen wir vielleicht mal nicht so schnell sein. Versuch's mal. Und jetzt? Yeah! Das klappt selten. Naja, dafür haben wir die jetzt so ein bisschen verkackt. Nee, hat noch gereicht. So, hier geht's jetzt wieder andersrum. Jawohl. Okay, ich habe ein gutes Gefühl für diese Runde. Wir haben jetzt schon 100.000 zusammen. So. Jetzt keiner kommt. Nein. Wunderbar. Oh, wir haben richtig viele Punkte jetzt schon. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich schon die Punkte. Ja. In dieser komischen Kurve hier. Wenn wir nicht anhauen. Ja. Yeah. Aber wir haben die gut geschrieben gekriegt. Durch den Crash. Das war gut. Aber wir haben richtig viele Punkte jetzt schon. Mal gucken, wie wir jetzt, ob wir das jetzt noch richtig zu Ende kriegen. Das war natürlich richtig kacke. So, mit Nitro in die Kurve. Haben wir ein bisschen weiter genommen. Das war gut. So, jetzt hier rum. Ja, nicht anhauen. Wunderbar, so, hier. Nochmal, nee, Nitro, nee, na, okay, das war schlecht. Ja, okay, das sah gut aus, zumindest. Punkte habe ich nicht gesehen. Oh, nicht angehauen, jawohl. Okay, wir haben jetzt schon über 200.000. Oh. Hoffentlich kommt dir jetzt kein Rennen an. Das kann ich eigentlich nicht gebrauchen. Haut geht weg. Oh ja. Das hat richtig Punkte gebracht, dieser komische Eintritt in den Stadtabschnitt. Nochmal eine Menge Punkte. Na ja. Und wenn wir den jetzt einigermaßen hier... Was heißt einigermaßen? Uns haben ja immer um die 20.000 gefehlt. Das heißt ein paar gute... Müssen wir jetzt schon noch machen. Nicht anhauen. Jawohl, 7.000. Das war wichtig. So. Naja. So, hier diesmal auch nicht vielleicht an diesem blöden Mittelstreifen. Haben die gezählt? Ich glaube nicht. Aber wir haben 270.000 schon. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist, aber ich fühlt sich so an, als wäre es gut. Warum? Warum kommen die jetzt hier?
Mist. Los. Obwohl ja zum Glück Zeit jetzt nicht unser größtes Problem war bisher. Und ich habe bis jetzt auch das Gefühl, wir sind nicht gerade langsam unterwegs. So, können wir durch die Geschwindigkeit? Jawohl. Da haben wir ordentlich Punkte erschummelt. Oh, wir haben schon fast 300.000 Punkte zusammen. Wenn wir die jetzt richtig nehmen, haben wir die. Oh. Oh, das waren viele. Wir haben jetzt schon 300.000. Anderthalb Minuten noch. Das könnte diesmal sogar klappen. Das wäre ja schön im 13. Versuch. So. Ja! Yeah! Hier gab es sonst auch manchmal nur 700 Punkte. So, oh. Aber 3000 Punkte. Ja, das gab 17. Wir freuen uns auch über die kleinen Sachen. Oh, gab es vielleicht extra Punkte, weil es extrem nah an der Wand war. 8000 Punkte für eine Kurve. Ja. Okay, dieser Kreis wird nicht mein Freund. Es würde bestimmt extrem cool aussehen, wenn man es richtig schaffen würde. Ja. Als ob der jetzt unbedingt da abbiegen muss, wenn er sieht, dass ich den Run hier habe, der jetzt alles bedeuten könnte. Oh nein, oh nein, ich brauche nur noch 11.000 Punkte. Oh, und es ist noch nicht mal die letzte Kurve hier. Oh, es sind noch 14 Sekunden. Oh nein, oh nein, oh nein. Ist das jetzt die Wahrheit? Es ist die Wahrheit. Es kommt kein Verkehr im Ziel. Das ist nicht die Wahrheit. Oh, ich bin im Ziel und... Was? Ich hab's geschafft! Oh, man muss es nicht beenden! Man muss es nicht beenden! Man muss einfach nur die Punkte haben. Steht es jetzt hier, dass ich die Punkte habe? Nee, weil ich es nicht beendet habe. Aber ich habe die Punkte geschafft. Da ist er. Genau, ja, es ist spät geworden. 13. Versuch. Trophäe erhalten. So, das war... Ah, das gucke ich mir nochmal in groß an. Yeah! Was gibt's denn für Informationen? Nix. Alles klar. Oh, und ich dachte, man muss die Punkte ins Ziel fahren. Dabei stimmt das gar nicht. Man muss einfach nur die Punkte erreichen. Oh, das ist jetzt richtig Zeit zum Updancen. Das war nicht leicht. 13 Versuche hat's gebraucht. Das Auto driftet recht gut, kann man schon sagen, aber er geht jetzt wieder zurück in den Shop. Den will ich nicht nochmal fahren. Wir haben es geschafft. Mentale Blockade ist gelöst. So. Für die nächste Folge habe ich immer noch hier eine Nachricht. Ich weiß noch nicht mal von wem. Die wir uns anhören müssen. Und das ist, glaube ich, die Information für diese legendären Events, die auf der Karte aufgetaucht sind, die jetzt mit dem Update dazu kamen. Die gucken wir uns in der nächsten Folge an bei Need for Speed.